Hallo Luisa. Schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich habe ja schon ein bisschen gesagt, du hast mit Fitnessvideos angefangen. Über die Jahre hast du dir einen ziemlich großen Namen in den sozialen Netzwerken gemacht. Und dann hast du deine Reichweite nicht mehr nur für Workouts benutzt, sondern vor allen Dingen für das Thema Nachhaltigkeit. Ich frage im Zeit für Klima-Podcast immer eine Frage zuerst, nämlich: Wann hat es bei dir eigentlich so Klick fürs Klima gemacht? Was ist da passiert, dass du umgeschwenkt bist und gemerkt hast, eigentlich möchte ich mich viel lieber mit diesem wichtigen Thema beschäftigen? Ich habe vorhin extra noch mal nachgeschaut, wann ich eigentlich angefangen habe, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und das war tatsächlich im August 2017. Ich war damals im Urlaub mit meinem damaligen Freund. Und das hört sich jetzt an wie eine Bilderbuchgeschichte, ist aber tatsächlich so gewesen. Und ich wollte in einer Bucht auf Malta Unterwasserfotos haben. Und dann haben wir die auch gemacht mit der GoPro, und überall um mich herum schwamm halt Plastik. Und damals hat halt zu dem Zeitpunkt eigentlich noch niemand darüber gesprochen. Greta Thunberg kam irgendwie ein Jahr später mit Fridays for Future dann auf die Bildfläche. Und mich hat es einfach gestört, dass das auf dem Bild drauf ist, weil ich einfach diesen oberflächlichen Content gerne auf Instagram teilen wollte. Und das war so eigentlich so dieser Aha-Moment, als ich dann im Hotel wieder war, mich dann nochmal gefragt habe, okay, wie kommt der Müll eigentlich da rein? Was habe ich damit zu tun und warum habe ich den jetzt auch nicht mit rausgenommen? Und man verändert sich ja immer im Leben und entwickelt sich hoffentlich weiter. Und das war halt bei mir der Fall. Und ich habe mich angefangen, damit dann auseinanderzusetzen und habe verstanden, das, was ich bisher im Internet geteilt habe und worüber ich gesprochen habe, war vielleicht für einige interessant. Aber Themen wie Plastikvermeidung und generell die Klimakrise ist halt ein Thema, das einfach viel wichtiger ist. Du hast jetzt gerade dich selbst gefragt, warum habe ich den Müll damals nicht mit rausgenommen? Ich glaube, das sind diese Situationen, in denen wir uns alle ganz, ganz häufig erwischen. Man will eigentlich alles richtig machen und dann gibt es doch immer wieder diese Fehltritte. Du schreibst darüber auch ein bisschen in deinem Buch »Mein Herz schlägt grün«. Und auch darüber, welche Rolle eigentlich Fehltritte so spielen in der persönlichen Entwicklung. Was sind denn da vielleicht so deine größten Fehltritte oder was war der Weg, den du erst mal gegangen bist? Ja, mein Weg war nach dem Urlaub halt von 0 auf 100 alles verändern zu wollen. Ich bin generell ein Typ Mensch, der, wenn ich irgendwie ein Thema habe, dafür halt brenne und am liebsten von heute auf morgen alles verändern möchte. Und das habe ich halt beim Thema Nachhaltigkeit bei mir im eigenen Alltag auch versucht und habe einfach gemerkt, dass das nicht möglich ist. Und es hat mich sehr frustriert und ich habe wieder ganz aufgehört, mich mit den Themen zu beschäftigen. Und das ist etwas, das ich immer gerne auf Vorträgen oder in Schulen oder auch Unternehmen halt mitgebe. Also es ist jetzt schon nach 12 und alles, was wir jetzt machen, ist eine Art Schadensbegrenzung in Bezug auf die nächsten Generationen. Trotzdem glaube ich, dass vieles nicht von heute auf morgen funktioniert und man sich eingestehen muss, dass man vielleicht in kleineren Schritten anfangen muss, sich mit dem Thema zu beschäftigen, damit es dann auch langfristig und nachhaltig etabliert wird. Mhm. Jetzt stehst du ja in der Öffentlichkeit. Du wirst natürlich noch mal genauer beobachtet als andere Menschen, die vielleicht erstmal so ein bisschen vor sich hin muckeln und sich auf diesen Weg begeben. Wenn man in den sozialen Medien aktiv ist, gibt es immer häufig auch diesen Begriff des Shitstorms. Es wird irgendwie rausgefunden, dass man etwas falsch gemacht hat und man wird dafür an den Pranger gestellt. Wie war das bei dir? Warst du schon mal in einer ähnlichen Situation? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ja, total oft auf jeden Fall, weil, wie du schon sagst, alles natürlich total beobachtet wird, was ich mache. Und ich habe mir einfach vorgenommen, so ehrlich und transparent wie möglich im Internet zu agieren. Und das heißt, wenn ich fliege, dann zeige ich das. Wenn ich mal einen Einwegbecher benutze, weil ich meinen Mehrwegbecher nicht mit habe, dann thematisiere ich das. Einfach, um mich auf der einen Seite nicht angreifbar zu machen und zu zeigen, ey, ja, ich bin ein Mensch und ich mache das auch. Und auf der anderen Seite aber auch zum Diskutieren anzuregen, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, sollte man einzelne Personen immer so vorführen und so mit dem Finger drauf zeigen, wenn sie vielleicht in einer nicht nachhaltigen Welt nicht zu 100% nachhaltig sind, aber schon mal viele Schritte weiter sind als die das beurteilen. Und deswegen
ja, habe ich schon oft die Situation gehabt, wenn ich geflogen bin oder vielleicht auch mal Dinge gesagt habe, die Menschen verletzt haben, dass ich dafür dann einen Shitstorm geerntet habe. Und das fühlt sich nicht gut an. Und am Ende des Tages muss man dann halt immer schauen, wie man damit richtig umgeht. Du hast jetzt gerade zwei Begriffe genannt, nämlich Transparenz und Offenheit oder Ehrlichkeit. Das sind auch Begriffe, die in der Nachhaltigkeitskommunikation ja ganz häufig so zentrale Begriffe sind. Ich habe die Frage davor nicht ohne Hintergedanken gestellt. Bei Zeit für Klima sind viele engagierte Unternehmen, die sich auf die Reise gemacht haben oder auf der Reise sind, wirklich nachhaltiger zu werden. Aber natürlich ist bei einigen auch noch nicht alles genau so, wie sie sich das wünschen. Und es gibt noch ganz, ganz viel Potenzial. Diese Unternehmen stehen dann häufig auch in der Kritik. Was rätst du denn Unternehmen? Wie sollen sie vorgehen? Natürlich offen und ehrlich, aber ja, wie kommuniziert man diesbezüglich richtig? Also ich habe es ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt. Erstmal ist vor der Kommunikation wichtig, sich im Unternehmen darauf zu einigen, dass man Nachhaltigkeit wirklich in die Unternehmens-DNA mit implementieren möchte. Und das heißt, dass man nicht nur in der oberen Ebene darüber spricht, sondern seine ganzen Mitarbeitenden auch mitnimmt und darüber spricht und eine Bestandsaufnahme macht und dann sich auch wirklich ganz klar definierte Ziele setzt. Also es reicht halt nicht, wenn man sagt, wir möchten jetzt so nachhaltig wie möglich wirtschaften oder so nachhaltig wie möglich im Unternehmen, in unserem Büro arbeiten. Da muss man sich ganz viele Unterziele setzen. Und wenn man das gemacht hat und das herausgearbeitet hat und merkt, okay, unsere Mitarbeitenden, unser CEO, also das ganze Unternehmen steht da total dahinter, dann finde ich, kann man in eine ehrliche und transparente Kommunikation nach außen gehen. Und bei der ist es einfach wichtig, dass man nicht von 0 auf 100 den Kundinnen sagt, wir sind jetzt hier total nachhaltig am Start, weil das ist nicht der Fall. Und ich glaube, dass Kundinnen inzwischen auch erwarten, dass Unternehmen sagen, hey, wir kriegen es hier hin, dieses Jahr 60% nachhaltiger zu wirtschaften oder unsere Prozesse umzustellen. Aber die anderen 40%, die sind echt noch schwierig und eine Herausforderung. Und dafür gibt es Gründe. Und das muss man Leuten erklären und die muss man mitnehmen. Und wenn man Dinge erklärt, dann führt es auch nicht so häufig dazu, dass es einen Shitstorm gibt, sondern dass man dafür Verständnis hat oder zumindest das Gefühl hat, hey, man wird transparent bei den Entscheidungen und den Prozessen des Unternehmens auch mitgenommen. Sprichst du ja viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern und berätst diese. Hast du denn das Gefühl, diese Botschaft, so wie du sie gerade formuliert hast, ist angekommen? Oder gibt es Situationen, in denen du quasi allergisch wirst, weil du merkst, der Begriff Greenwashing ist mittlerweile ja auch sozusagen verbrannt, weil er so häufig benutzt wird, aber weil du merkst, nee, eigentlich stecken da andere Interessen hinter, als wirklich sich auf die Reise zu mehr Nachhaltigkeit zu begeben? Total. Also natürlich stecken bei vielen Unternehmen nicht die Nachhaltigkeitsaspekte und Interessen wirklich dahinter. Aber Unternehmen merken auch einfach, dass eben immer mehr Menschen, immer mehr VerbraucherInnen einfach Nachhaltigkeit auch einfordern, beziehungsweise auf die Verpackungen gucken, nachfragen, kritisch auf Kampagnen schauen und da dann auch ihr Feedback geben. Und durch Social Media ist sowas natürlich heutzutage auf einer ganz anderen Ebene nochmal viel schneller möglich. Und deswegen ist es für viele Unternehmen einfach ein Muss zu sagen, okay, wir müssen uns damit beschäftigen. Und wenn es am Ende des Tages der Druck von außen ist, dann ist es trotzdem etwas Positives, denn Unternehmen fangen an, Nachhaltigkeit zu implementieren. Und was man natürlich immer noch so ein bisschen beobachten kann, ist, dass zum Beispiel mittelständische Unternehmen manchmal viel besser Entscheidungen treffen können als natürlich ganz, ganz große Konzerne. Und gerade im Mittelstand ganz, ganz viel passiert, die vorher nie mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung gekommen sind und jetzt engagierte junge Mitarbeitende in ihren Reihen haben, die halt sagen, Leute, wir müssen hier was verändern. Und das ist halt schön, dazu zu gucken und da dann auch beratend zur Seite zu stehen. Da würde mich interessieren, wie du als Social-Media-Expertin, ich weiß, du bist noch sehr vieles mehr, aber unter anderem bist du dies auch und ich nenne dich mal so, das eigentlich einschätzt, die Funktion der sozialen Medien. Denn einerseits hast du gesagt, die können ja auch Druck aufbauen, Menschen können sich austauschen, Unternehmen werden da möglicherweise freundlich, nicht an den Pranger gestellt, aber doch ermahnt, sich anders aufzustellen. Auf der anderen Seite regen uns die sozialen Medien täglich dazu an, mehr zu kaufen, was Neues zu kaufen, alte Sachen zu ersetzen. Ja, sind die sozialen Medien eher ein Treiber für Nachhaltigkeit oder hemmen sie das nicht? Ich glaube, das kann, also
ich finde, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Und am Ende des Tages ist natürlich auch immer die Frage im Raum, wie nutzen wir die sozialen Medien, wie aufgeklärt sind wir darüber, wie viel Verständnis haben wir auch für Marketingkampagnen oder wenn Unternehmen uns eben, wie du gerade gesagt hast, das 10. Produkt irgendwie durch Ads, die da geschaltet werden, auf dem Küchentisch präsentiert. Ich glaube, es ist beides und ich glaube, man kann es besser machen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir akzeptieren, dass die sozialen Medien nicht mehr verschwinden werden und dass wir einfach schauen müssen, wie wir bestmöglichst auch in diesen Formaten kommunizieren und eben auch Unternehmen. Und du hast gerade erwähnt, an den Pranger stellen, das ist natürlich eine Sache, die beobachte ich, die sehr kritisch ist. Also, dass diese Debattenkultur im Internet, in den sozialen Medien, die ist gar nicht mehr vorhanden. Und das hat natürlich durch Corona nochmal enorm zugenommen, dass Menschen ihren Frust rauslassen, dass da keine Hemmungen mehr da sind, wie man Kritik äußert. Das ufert meistens in Beleidigungen aus. Und das ist natürlich auch für Unternehmen dann nochmal eine größere Herausforderung, in solchen Zeiten Kampagnen zu schalten und mit der Community auch in den Austausch zu gehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass sie es trotzdem tun sollten. Ja. Wir haben jetzt über diejenigen gesprochen, die diese Kampagnen aussenden oder planen. Lass uns mal zurück zu den Zielgruppen kommen. Da ist es ja auch ein bisschen so, dass die Debatte rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit was ganz Emotionales ist. Nicht ohne Grund haben sich viele Menschen dann auch der Fridays for Future-Bewegung angeschlossen, weil sie wirklich um die Zukunft ihrer Kinder sich Sorgen machen. Da werden plötzlich persönliche Gefühle deutlich, die in vielen Teilen eigentlich der Gesellschaft sonst gar nicht mehr so vorhanden sind. Menschen gehen auf die Straße. Es ist auch ein bisschen so, dass wer sich dann engagiert, natürlich ein moralisches Überlegenheitsgefühl an den Tag legen kann. Meinst du denn, das hat die Kehrseite, dass das anderen Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, sozusagen den Zugang, sich überhaupt damit zu beschäftigen, so ein bisschen erschwert, aus Angst, dass sie es ja eh nicht richtig machen könnten? Ja, ich glaube, man muss halt ganz genau überlegen, wen will zum Beispiel Fridays for Future mit ihren Aktionen erreichen, wen will die letzte Generation erreichen und wie erreicht man die Menschen aus den Lebensrealitäten, die einfach gerade ganz andere Sorgen haben. Und deswegen ist es bei der ganzen Kommunikation und der Art und Weise, wie man über die Klimakrise spricht, halt voll wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, wen will ich damit erreichen? Und ich glaube, dass es momentan ganz wichtig ist, auch Formate zu schaffen oder zu erschaffen, die dafür und nicht dagegen sind in Bezug auf die Klimakrise, ja, dass man wirklich Projekte vorstellt oder Menschen oder Möglichkeiten und auch so ein bisschen damit arbeitet, vegan, wenn man über Veganismus und vegane Ernährung redet, ja, egal ob bei euch oder auf Social Media, bei mir auf der Plattform, dann ist das immer für viele Menschen so ein Trigger. Die haben dann gleich das Gefühl, oh, jetzt kommt hier wieder die Veganpolizei und jetzt darf ich nicht mehr essen, wie ich möchte. Und ich glaube, da ist nochmal wichtig, drüber nachzudenken, wie rede ich darüber? Benutze ich das Wort vegan überhaupt oder gehe ich einfach nur darauf ein, warum vegane Ernährung gut und gesund ist, ohne dieses Wording überhaupt zu benutzen? Ich glaube, das sind wichtige Dinge, die man umsetzen kann. Und da muss ich dann auf Fridays for Future oder die letzte Generation einfach überlegen, wen wollen wir erreichen und klappt das mit unseren Aktionen so oder erreichen wir da eh nur die, die schon aufgeschlossen dem gegenüberstehen? Fridays for Future sind übrigens nachher auch noch bei Zeit für Klima. Ich bin sehr gespannt auf die diesbezügliche Diskussion, aber vielleicht noch mal zurück zu denjenigen, die nicht in der, ich nenne es mal Bubble schon sind, derjenigen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren und ihre Produkte auch danach auswählen. Wie schafft man das denn oder was wäre dein Ratschlag für Unternehmen? Wie schaffen die das denn, sich nachhaltiger aufzustellen, aber auch diese neuen Zielgruppen oder alte Zielgruppen, die sie aber brauchen, weiter für Nachhaltigkeit zu begeistern oder erstmal ihr Interesse zu wecken? Na, ich glaube, da ist eher die Frage, warum machen es Unternehmen nicht einfach bei sich in den Prozessen, in den Produktionsprozessen, warum implementieren sie da nicht einfach Nachhaltigkeit, ohne dann groß drüber reden zu müssen und tischen den Menschen das dann auf, ne? Also ich finde, das ist eher der Punkt, zu sagen, okay,
liebe Unternehmen, schaut doch mal, wie ihr eure Prozesse so verändern könnt, dass ich als Konsumentin einfach gar kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich euer Produkt kaufe. Und dann muss man den Menschen vielleicht auch gar nicht dieses Nachhaltigkeitsthema so aufzwingen, sondern es ist einfach gegeben und ganz natürlich und normal, dass man eben bewusster und nachhaltiger einkaufen kann. Ich glaube, Entschuldigung, das ist auf der einen Seite der Weg und auf der anderen Seite überhaupt Menschen dafür zu begeistern, die wir bisher noch nicht begeistert haben. Das ist auch immer die Frage, in welchen Lebensrealitäten leben die und was haben die gerade für Herausforderungen? Und deswegen finde ich generell bei allen Themen ganz, ganz wichtig, erstmal zuzuhören, Fragen zu stellen. Wie geht es den Menschen? Was bewegt die gerade? Und dann zu überlegen, wie kann ich die in ihren Realitäten abholen und irgendwie mit diesem Thema noch konfrontieren. Apropos Lebensrealitäten, wir befinden uns in einer Zeit, in der die Inflation auf 10% gerechnet wird und viele Menschen haben wirklich richtig Existenzängste und darunter zu leiden. Bislang ist es so, dass ein nachhaltiger Lebensstil schon mehr Ressourcen und mehr Geld erfordert. Ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die nachhaltiger leben möchten, aber was rätst du denn denjenigen, die im Moment eigentlich nicht das Portemonnaie dafür haben, was es erfordert, um sich bei bestimmten Entscheidungen sich für das nachhaltigere Produkt zu entscheiden? Mhm. Auch da ist erstmal wieder die Frage, wie erreicht man die Menschen und wie redet man mit diesen Menschen dann darüber? Ich habe ja auch eine sehr grüne Community und möchte ja auch raus und Menschen erreichen, die, wie du gerade gesagt hast, da vor Herausforderungen stehen oder vielleicht auch einfach nicht das Geld dafür haben. Und ich finde, auf der einen Seite darf man diese Menschen nicht zu sehr mit diesem Thema konfrontieren, damit sie nicht gleich zumachen. Auf der anderen Seite sind einige Menschen auch manchmal, finde ich, sehr bequem in dem, in was sie tun und was sie vielleicht auch nicht tun. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, für fast jede Lebensrealität Möglichkeiten, etwas umzusetzen, die nicht unbedingt was mit dem Einkauf zu tun haben. Aber das ist auch anmaßend von mir, weil ich in einer sehr privilegierten Bubble halt lebe und dementsprechend auch da wieder zuhören, also den Menschen zuhören und sich dann Gedanken machen, wie kann man sie vielleicht bei dem Thema erreichen? Oder ist es da auch einfach so, dass ich als privilegiertere Person einfach auch ein bisschen mehr Verantwortung trage und ich einfach die Möglichkeit und das Geld habe, auf nachhaltigere Produkte beim Einkaufen zu achten? Und dann mache ich das halt auch. Das Schöne an diesem Tag heute ist, dass wir Vertreterinnen aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Politik haben. Das ist bei dir in dem Podcast, Lou, nicht anders. Du hast mit vielen prominenten PolitikerInnen, Olaf Scholz, Christian Lindner, der ja wieder fracken möchte, und anderen gesprochen. Was ist denn so ein bisschen dein Fazit, wenn wir mal über die Politik sprechen? Warum ist es so schwierig, eine vorausschauende und anständige, nachhaltige Klimapolitik zu machen? Also erstmal möchte ich sagen, dass ich auch da überhaupt keine Expertin bin, ne, und mir dann immer als die PolitikerInnen und ExpertInnen zu mir in den Podcast einlade, weil ich eben Fragen stelle, die vielleicht auch ein bisschen naiv sind und Antworten haben möchte auf etwas, womit ich mich nicht auskenne. Und dementsprechend ist es natürlich so, wenn diese Menschen in meinen Podcast kommen, dass sie probieren, da natürlich auch ihre Pressetexte so ein bisschen runterzurattern. Und in meinem Podcast, würde ich sagen, wurden jetzt nie Sachen genannt, die mich total überrascht haben, aber am Ende des Tages auch nicht dazu beigetragen haben, dass sich etwas politisch verändert. Und ich glaube, es wäre halt einfach an der Zeit, die Klimakrise als parteiübergreifend wichtiges Thema und wichtiges Projekt zu sehen, wo man eher noch mehr zusammenarbeitet, als die ganze Zeit ja, Parteipolitik am Ende des Tages zu betreiben und man sich einfach auch parteiübergreifend darauf einigt, zum Beispiel, wir haben jetzt die Klimakonferenz in Ägypten, dass man sagt, okay, es braucht einen globalen Gasausstieg und den weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien, weil sonst schaffen wir das nicht und dafür müssen wir uns gemeinsam einsetzen. Und dass da die letzten Jahre zu wenig passiert ist, zeigt ja auch nur wieder, ich glaube, wir mussten jetzt wieder Strafe bezahlen auf jeden Fall für nicht erreichte Klimaziele. Solange das immer wieder passiert, sind wir da einfach auf dem falschen Pfad. Viele Unternehmen, die sehr viel zum Ausstoß der CO2-Emissionen beitragen oder anderweitig umweltschädlich wirtschaften, bekennen sich aber ja trotzdem öffentlich zu Nachhaltigkeit. Wir haben eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen.
Sind wir vielleicht durch das Greenwashing, was wir manchmal erkennen, was wir manchmal aber auch nicht erkennen, so ein bisschen gesamtgesellschaftlich nachhaltigkeitsmüde geworden? Und wie sieht das bei dir selber aus? Ich bin nicht unbedingt nachhaltigkeitsmüde geworden, aber ich spüre so eine Ohnmacht, die man hat, auch so ein bisschen Weltschmerz. Neben der Klimakrise schaut man in den Iran, man schaut in die Ukraine und man hat das Gefühl, überall sind so viele Brände zu löschen und man fällt in so eine Ohnmacht und weiß gar nicht mehr, wie können wir das überhaupt alles noch schaffen. Auf der anderen Seite, genau, gibt es da einfach Unternehmen, die dann sagen, hey, bei uns kannst du einkaufen, auf uns kannst du zählen, wir sind super nachhaltig. Und die spielen natürlich auch damit. Die spielen damit, dass ich, dass andere keine Expertinnen auf dem Gebiet vielleicht sind und sich nicht hundertprozentig damit auskennen, keinen Nachhaltigkeitsbericht auf der Seite lesen, sondern nur den Slogan. Und das nutzen die natürlich für sich aus. Und da ruhen sich dann andere Menschen drauf aus und haben natürlich das Gefühl, wenn ich da einkaufe, dann bin ich nachhaltig und dann reicht das. Dass viele müde sind von dem Thema, ist eine Herausforderung, weil man natürlich überlegen muss, wie nimmt man die mit. Ich habe das jetzt gerade heute mit meiner Community gehabt, dass ich gefragt habe, Leute, seid ihr genervt von der Klimakrise? Wie wollen wir jetzt in den nächsten Tagen über die Weltklimakonferenz sprechen? Was interessiert euch? Und die Antwort, die ich immer wieder bekommen habe, war, ey, im Moment ist es mir einfach alles too much. Ich würde gern, aber ich fühle einfach so viel Weltschmerz und so viel Ohnmacht, dass ich einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass PolitikerInnen da überhaupt noch was reißen werden. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Mich interessiert natürlich auch, was du dir von der Weltklimakonferenz erwartest. Aber ich habe noch eine Nachfrage zu den Unternehmen, wie du da eigentlich selber vorgehst. Du hast eben Nachhaltigkeitsberichte angesprochen. Die sind häufig so ein bisschen schwer zu lesen. Man findet sie nicht. Sie sind umständlich. Wie findest du denn Unternehmen, von denen du dich überzeugen lässt? Wie gehst du da vor? Wo sind die Informationen? Worauf achtest du? Also es kommt ja darauf an, ne? Viele Unternehmen schreiben mich an oder FollowerInnen von mir schicken mir Unternehmen und sagen, hey, du kannst da mal reingucken. Und dann ist natürlich das Erste, was man macht, auf die Website gehen und zu schauen, haben ja jetzt auch alle mal einen klasse Nachhaltigkeitsreiter da oben stehen, mal zu schauen, was da steht. Und dann braucht man halt ein Gespür dafür, dass man erkennt, okay, ab wo wird wirklich tiefer reingegangen und bis wohin bleibt es einfach oberflächlich. Und das ist das, was ich gemeint habe. Damit spielen natürlich Unternehmen sehr gerne, dass sie nur an der Oberfläche so ein bisschen kratzen und über Nachhaltigkeit sprechen. Aber die konkreten Ziele und die konkreten Maßnahmen, die sie für dieses Ziel eigentlich auch erwähnen müssen, die stehen dann nicht dabei. Und dann ist es meistens so, dass ich dann wirklich nochmal eine E-Mail hinschreibe, telefoniere und Gespräche führe, damit ich da reinhören kann, okay, wie sieht es denn bei euch aus? Was macht ihr? Wie sehen eure Ziele aus? Und was habt ihr bisher schon umgesetzt? Aber das kann man natürlich nicht von allen Menschen erwarten, die Lust haben, ein bestimmtes Produkt zu konsumieren. Deswegen braucht es da, finde ich, strengere Vorgaben von politischer Seite, die sagen, so muss das bei euch auf der Seite stehen. Das dürft ihr sagen, Greenwashing, das ist verboten, wenn es geht, um die Werbung, dieses Wording zu nutzen. Da wünsche ich mir, dass mehr passiert. Und da bin ich ständig mit NGOs im Austausch, um zu überlegen, wie können wir da vorgehen? Wie kriegt man das hin, dass transparenter kommuniziert wird? Es gibt ja eine Unmenge von Siegeln. Es gibt ja für fast alles Siegel. Es gibt offizielle Siegel, aber auch Siegel von Eigenmarken. Wie empfindest du das? Muss das ein bisschen gerade gezogen werden oder hilft es schon, wenn jeder sich auch durch die Vorteile, die vielleicht ein bestimmtes Produkt hat, auch noch mal ausweisen kann? Ja, also wenn es ein Siegel wäre, welches in einer bestimmten Branche oder in einer bestimmten Produktgruppe wirklich für alle Marken gilt und das unabhängig von den Marken dementsprechend auch reguliert wird und da drauf geschaut wird, dann wäre das auf jeden Fall ein Fortschritt. Aber wie du gerade gesagt hast, gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die ihre eigenen Labels erstellen. Und natürlich muss man darüber nachdenken, warum Unternehmen sich da nicht zusammentun, sondern ihr eigenes Label erstellen, weil sie da natürlich auch mehr
wie soll ich sagen, mehr Möglichkeiten haben, das dementsprechend auch zu framen und auf die Produkte zu klatschen. Und das ist ein großes Problem. Und da wünsche ich mir unter anderem von Cem Özdemir zum Beispiel, gerade wenn es um Tierhaltung geht, dass da einfach mehr passiert und dass es da einfach dann strengere Vorgaben gibt. Weil nur dann kann ich mich als Verbraucherin auch darauf verlassen, dass ich da jetzt etwas kaufe, was wirklich besser für die Umwelt ist als das Produkt, das vielleicht dieses Siegel nicht darauf hat. Du hast jetzt eben über deine Community gesprochen und hast gesagt, die ist schon ziemlich grün. Diese grünen Communities haben ja den großen Vorteil, dass die meist auch sehr aufgeklärt sind und sehr, sehr informiert. Du hast auch gesagt, du hast deine Community gefragt, was sie eigentlich erwarten oder was sie interessiert jetzt bezüglich der Klimaschutzkonferenz. Da interessiert mich natürlich, was deine Community dazu sagt, aber auch, was deine ganz persönlichen Erwartungen sind. Ja, die meisten waren so ein bisschen frustriert heute Morgen und haben gesagt, hey, wird da jetzt überhaupt irgendwas bei rauskommen und wird da jetzt wieder nur dieselbe Beiräucherung und dieselben Warnungen wie immer werden die da ausgesprochen. Es haben auch ein paar gefragt, was ist denn eigentlich seit der letzten Klimakonferenz überhaupt passiert? Und ein wichtiger inhaltlicher Fokus dieses Jahr ist ja auf jeden Fall dass darüber gesprochen wird, über die Anpassung an bereits spürbare Folgen der Klimakrise. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da wünsche ich mir einfach, dass da mit Ergebnissen rausgegangen wird. Denn auch wir hier in Deutschland haben in ganz, ganz vielen Kommunen, in ganz, ganz vielen Gemeinden einfach noch überhaupt keine Notfallpläne dafür, wenn wir mit extremen Wetterkatastrophen wie Dürre oder auch Fluten und Extremregen, wie wir damit umgehen. Und das ist dann plötzlich da und dann weiß niemand, wie man es wuppen soll. Und deswegen muss schon mal geschaut werden, wie können wir uns da präventiv darauf vorbereiten, dass wir mit diesen Folgen umgehen können. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass da wirklich mit Ergebnissen rausgegangen wird und wir hierher kommen und was reißen. Aber Wünschen und das, was dann umgesetzt wird, das sind natürlich immer, da sind Welten dazwischen. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, Luisa. Wir sind leider schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ich fand es aber sehr interessant, du hast unlängst auf Instagram auch einen der Hauptsponsoren der diesjährigen Klimaschutzkonferenz kritisiert. Wir haben heute Nachmittag eine hoffentlich sehr erfrischend und spritzige Diskussion, unter anderem mit Fridays for Future, aber eben auch Unternehmen, die sich zu Klimaschutz bekennen, aber eben auch noch sagen, wir haben einen Weg vor uns. Vielleicht in 2, 3 knackigen Sätzen. Was ist deine Botschaft an dieses Panel heute Nachmittag? Ja, ich hoffe, dass da ehrlich und transparent kommuniziert wird bei einem der Hauptsponsoren von der Klimakonferenz. Das ist ja Coca-Cola und Coca-Cola ist alles andere als nachhaltig. Und natürlich muss sich dieses Unternehmen auch auf den Weg machen. Und natürlich muss man diesem Unternehmen auch einräumen, Schritte zu gehen, die nicht von heute auf morgen sofort umgesetzt werden können. Aber da sind so viele Widersprüchlichkeiten in der Art und Weise, wie dieses Unternehmen agiert, dass es für mich einfach total deplatziert als Hauptsponsor der Klimakonferenz ist und lieber noch mal ein paar Jahre gewartet hätte, bis man dann sagen kann, hey, wir sind hier wirklich ehrlich und nachhaltiger unterwegs. Und deswegen wünsche ich mir, dass genau über sowas heute Nachmittag gesprochen wird. Wie können Unternehmen auf der einen Seite vielleicht auch beim Thema Nachhaltigkeit NGOs oder auch Aktivistinnen wie Fridays for Future unterstützen, ohne sich green zu waschen? Und genau darüber werden wir heute Nachmittag sprechen. Ich freue mich da sehr drauf, aber erstmal ganz herzlichen Dank, Luisa, für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Einen schönen Tag.